Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Ich bin immer noch am Versuchen zu flüchten hier. Könnte die auch einfach besiegen, aber ja gut. Da hat einfach trotzdem noch eins besiegt von den Gegnern. Ja, aber ich könnte die ganz einfach besiegen, klar, aber ich will das ja gerade gar nicht. Ich will ja die Flummis hauptsächlich. Warum? Genau, weil die Flummis massig AP bringen und ich gerade darauf bin, eigentlich immer noch erstmal jetzt mich wieder darauf zu fokussieren, derzeit Guild zu machen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Um es nochmal ganz grob runterzubrechen: Gilt durch alles, also durch das Materiales. Jetzt fleht doch endlich, flieht doch, meine ich. Flüchtet, los. Ach, komm schon. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht deren Ernst sein. Ich meine, gut, das kann schon, aber es ist halt ziemlich affig. Ah, genauso wie das hier. Doch noch ein großer Witz ist, dass ich mich gleich mal wieder heilen darf. So, Flummis, bitte. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel mich nicht verstanden hat. Nicht Töpfe, Flummis. Vorher muss es auch noch einen anderen Weg geben, auch übrigens, um diese Töpfe zu beseitigen. Da meist, der meist, gut. Da beißt doch die Maus keinen Faden ab. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das da keine Option gibt. Komm. Komm schon. Warte mal, habe ich gerade... Habe jetzt auch keinen Bock mehr auf den Kampf hier eigentlich. Wäre jetzt durch Angriffe jetzt selber direkt okay, aber... Ja. Nee, nicht mal. So, Kampf ist vorbei. Ich sag ja. Wirklich gut ist das halt nicht. Cool wäre halt, wenn jetzt nochmal der Flummi-Kram auftaucht, aber irgendwie ist das so ziemlich wieder das Gefühl von taucht einfach auf. Kann das angehen? Ach komm schon.
Ihr wisst, bei 2 kann ich nicht widerstehen. Aber jetzt muss ich dann dementsprechend wirklich mal zusehen. Das heißt, wenn alle Level 99 sind, dann kann ich ja eigentlich mal so machen. Gut, XP bringt halt nichts mehr. Ne? Ach, warte mal, Gil muss ich auch noch drauf achten. Gut, Level 86 für Tifa. Und mit dem nächsten ist Red auch schon Level 94. Ich will aber trotzdem noch die Flummis. Bitte. Aber ihr merkt, ich bin gerade so ein bisschen verzweifelt am Suchen nach den richtigen Sachen. Vorher hat jetzt das alles bei Nanachi einfach schon gelevelt, obwohl ich es halt ursprünglich mit den Flummis umsetzen wollte. Komm, ganz ehrlich, gegen die kann ich auch nochmal kämpfen. Die sind ja echt quasi so eine Art Lachnummer. Okay. War was? Ziemlich wahrscheinlich nein. Cool. 2000 Erfahrungspunkte ist eigentlich auch ganz cool. Na, natürlich hat so mit Level 94 erreicht. Ich kriege nochmal ein ganz klein wenig Gil und jetzt bitte zur Hölle. Einmal die Flummis, ansonsten verpiegle ich von hier und versuche die Drachen zu sammeln. Keine Ahnung. Wie viele habe ich noch? Wisst ihr was? Ich. Runde ab auf 10. Dann kann ich wenigstens sagen, okay, wenn ich 10 weitere gesammelt habe, gucke ich mal weiter. So ungefähr, wisst ihr? 8000. Ja, wie gesagt, nicht so toll, wie ich dachte. Komm schon, jetzt Flummis, das wäre nett. Das mache ich jetzt bei allem, was jetzt kommt, nämlich auch fliehen. Wobei, ich hasse mich gerade selbst dafür, ne? Könnt ihr euch gar nicht denken. Aber ich den nächsten Mal ausprobiere. Dafür werde ich aber vorher irgendwie speichern müssen, theoretisch gesehen. Ob die auch Megalixi nehmen. Aber ich glaube nicht Megalixi. Ja gut, egal. Meine 16.000 Erfahrungspunkte ist immerhin trotzdem cool. Ne? So, Hades hat einen Levelaufstieg bei Tifa bekommen und ja, Cloud ist mit den nächsten 2180 Erfahrungspunkten plus auf Level 88. Aber gut, jetzt wirklich mal Flummis, ansonsten gehe ich in den Raum und gehe wieder zum Safe Spot und speichere mal wieder. Gut. Die nehme ich mal außen vor von der Logik her. Weil die sind jetzt nicht so wild. Oh, Entschuldigung.
Ich glaube, ihr habt es ja letzten Part noch mitgekriegt. Ich bin etwas müde. So, weil ich halt 6:30 Uhr aufnehme. Cloud, Level 88. Wir haben auch nochmal Augentropfen gekriegt. Und jetzt bitte. Bitte, bitte. Flummi. Einmal kurz. Oh, es wurde mal irgendwie erhört. Okay, Limiter bleibt bei Tiefe noch bestehen. Wir kriegen trotzdem 2400. Und bei Nati hat das alles eben gelevelt. Moment, Ausgang ist hier lang, ne? Ach komm schon. Ist ein schlimmes Auge. Schon längst durch. Warte. Lol, also wenn yeah da steht, macht der Schaden 900, 9990. Der Gegner, also der Charakter. Okay. Gut zu wissen. Kann ich eigentlich, auch wenn ich jetzt gesagt habe, ich gehe. Okay. Dann müssen wir trotzdem erstmal zurück und dann wieder runter. Okay, ja, ist in Ordnung. Ich hab's verstanden. Kann mal ein Heilmittel nutzen. Alle wieder voll, mehr oder minder. Nee, gut, dann werde ich wahrscheinlich das wirklich so machen, dass ich erstmal gucke, dass ich das Skill voll habe, die Level bei allen und dann werde ich Drachen erstmal farmen, damit ich später mit den logischerweise gefarmten Drachen, schräg Elixieren, hier unten überhaupt weiter verfahren kann. Weil ohne Elixier heißt das für mich hier erstmal sich abquälen und mühen. Und das will ich ja nicht. Ups. Drache? Kein Drache. Aber genauso nervig Gott, ich darf ein. Das heißt, ich kann eigentlich nur noch die Aufnahme hier gleich beenden, also den Part noch zu Ende bringen.
Oder mein Albtraum? Nee. Aber genauso schlimm. Gut, gut. So. 3000 nochmal hin, nochmal. Oder? Ah. Wobei, ich glaube, nein. Also meine Vermutung jetzt, ich habe nach der ganzen durch diese Schwinge zu gehen. Ich werde es gleich sehen. Ja, das war klar. Genau, das ging ja hier drüber. Manchmal kann es doch so einfach sein, ne? So, Drache? Drache. Sehr schön. Drache, ein Drache. Ich sag, es ist ein Drache. Cool. Ja, und 5000 Erfahrungspunkte sind immer noch 5000 Erfahrungspunkte, ne? Kein Elixier. Was umso tragischer ist. Aber mich triggert das halt trotzdem nicht so rein wie alles andere eigentlich. Ich meine, gut. Kein Elixier ist kein Elixier, ne? Aber hätte ich das gewusst, hätte ich vorher schon mal überlegt, wie ich an massig Elixier komme und es auch nicht so unbedacht verschwendet. Ich habe es ja, glaube ich, sogar eine Zeit lang einfach benutzt für Sachen, wo man eigentlich kein Elixier benötigt hätte. Na gut. Ich wollte gerade eigentlich auf Zauber. Es ist halt so das Blöde, ich habe halt Xbox-Controller. So, und manche Steuerungsmanöver, wenn man halt auf die Back-Taste drückt, funktionieren halt nicht, weil die Back-Taste doch ziemlich gut. Wobei, ich kann ja eigentlich anders belegen, ne? In den Einstellungen. Never mind. Mach ich mal nachher. Dann ist die Back-Taste nicht mehr gemeint, dann ist nämlich. Keine Ahnung. Vielleicht rechten Button und rechten Trigger zusammen kombiniert. Wenn das nichts Relevantes ist. Falls es dann auch überhaupt in irgendeiner Art und Weise so belegbar ist, dann, dass man selber sagen kann, hier, drück mal das da in Kombi. Danke. Kann gleich auf jeden Fall ein Zelt benutzen. Yay, ich kann es halt benutzen. So. Was ich jetzt auch nochmal mache. Weil das Speichern jetzt auch schon wieder länger her ist. 2 Level sogar. Speichern wir hier nochmal. Gut, dann würde ich sagen. Ich guck mal ganz kurz wegen das, was ich gesagt habe. Da ich kurz die Einstellung ändere und von daher bis gleich. Okay, Leute, ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Ich kann jetzt einfach auf der Tastatur Umschalt Q drücken, wenn ich fliehen möchte. Und kann aber frei mit dem Controller immer noch dann sagen, okay, ich möchte beispielsweise den Zauber. Okay, finde ich interessant. Achso, verstehe, weil es halt.
Also muss ich quasi immer erst dahin und dann kann ich quasi sagen, okay, den Zauber will ich. Verstehe. Ist zwar dann ein bisschen umständlich, weil ich dann auch noch auf der Tastatur zwei Tasten drücken muss. Aber das waren halt die einzigen Tasten, die nicht belegt waren. Gescheit, so gesehen. Und das hat nicht mit Controller zu tun, sondern wirklich von der Tastatursteuerung her. Und da kann ich dann ehrlich sagen, mache ich das viel lieber so. Und kann am wenigsten sagen, okay, vielleicht Regeneration rein. Als zu sagen, nee, ich mache jetzt. Ja. Wobei, wenn es dann eh immer runter schießt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber mein Gedankengang ist da hingehend doch noch ein bisschen wobbly. So, auf jeden Fall ist Tifa gleich Level 87 mit dem nächsten Kampf gegen den Drachen. Aber ich kann es natürlich auch nach wie vor über Select, aka Back und ja, rechter Button. Aber in erster Linie ist halt ja, das trotzdem etwas nervig. Vor allem wäre es schön, wenn ich es nicht halten müsste, sondern einmal nur antippe und dann wird geflohen, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Da ich halt gar nicht erst große Entscheidungen treffen muss, ob ich und wie ich zu fliehen habe. Aber gut, das ist halt eine andere Geschichte. So, das hier wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo ich sage, okay, ich nehme Shift und Q. Sage, okay, ich will. Okay, keine Ahnung. Jedenfalls ist das Fliehen endlich mal was geworden gerade. Ja, und Heilen und so, das lassen wir dann einfach aus. Also im Endeffekt ist das Bild hoch und Bild runter. Das Bild runter ist halt Back, warum auch immer. Und Bild hoch, rechter Button. Aber wer sich die Tasten belegen so überlegt hat, ist sowieso ziemlich wurscht. Aber gut. Immer auf der Tastatur macht es noch weniger Sinn. Daher man aber keine Maus verwenden kann, macht es wahrscheinlich doch Sinn. Und wisst ihr was? Wir kämpfen jetzt doch nochmal gegen den einen oder anderen Gegner. Zumindest solange es keine Gargoyles sind. Alles andere können wir dann nebenbei machen. Wisst ihr, wie ich meine? Alles sollte einfach passen. Sagen wir mal lieber so. So, vermutlich, also vermutungsweise kriege ich jetzt nochmal wieder alles hier hoffentlich. Ansonsten muss ich halt wirklich hunderte von diesen Drachen farmen, bis ich mal irgendwie eine gescheite Summe habe. Und mit hunderte meine ich wirklich so 1, 2 oder 300. So, auf jeden Fall ist Tifa jetzt Level 87. Da wieder kein Elixier bekommen. Das ist doch zum Mäusemelken. Ja, und ihr seht auch einfach, wie viel Zeit ins Land gezogen ist. Und es sind jetzt schon 3 Tage, also in-game gerechnete Zeit sogar, die wir hier verbringen. Wobei 24, 24 sind 48, sind 72. Also nach 72 Stunden haben wir hier 3 Tage. Finde ich nicht so besonders gut, wenn ihr mich fragt.
Okay, die Müdigkeit kickt immer mehr. Aber gut. Wobei, komm, wir meiden sogar die XP auch trotzdem haben. Gerade jetzt, wo es so langsam gegen Ende kommt, jetzt die Erfahrungspunkte Limits, ne? Okay, das Level mit. Zusätzlich kommen dann noch dazu, wir kriegen ja auch Heal ein wenig und AP. Und ursprünglich wollte ich auch nur die Gargoyles vermeiden, wie euch eins sind, hoffe ich noch. Ich meine, wie viel habe ich jetzt gerade? Warte mal, erstmal. Das kann ich so nicht stehen lassen. So. Ich habe jetzt noch. Ja, ich habe jetzt noch 8 Elixier und Mega-Elixier auch. Stellt HP und MP her, stellt HP und MP der Truppe komplett wieder her. Der Truppe. Also dass ich das könnte bei den Töpfen einsetzen. Oh Gott, da müsste ich auch mal gucken, ob die das annehmen. Ich muss ja mal ausprobieren, wenn ich da nochmal einen vor der Nase habe dann. Weil ich übrigens auch nicht weiß, wenn man gespeichert hat und alles war, ob die immer noch unten warten oder ob die inzwischen selber auch schon wieder nach oben geklettert sind. Ist halt auch noch so ein Punkt, ne? Okay, wie immer auf Zeit. Wir haben schon wieder 27 Minuten, also ist das sowieso relativ, wenn es danach geht. Deswegen würde ich sagen, jetzt noch Last Try for Dragon, ne? Also ein letzter Drache noch. Und ansonsten skippe ich das halt ein bisschen. Wäre halt auch vor allem cool, wenn man das beeinflussen könnte, wirklich richtig aktiv, was man bekommt. Okay, und manchmal ist es wohl doch sinniger, Flucht wieder loszulassen und wieder neu zu starten, weil die Wahrscheinlichkeit da auch wahrscheinlich erhöht wird mit, dass man auch wirklich flieht. So. Da ist der versprochene letzte Drache. Haben wir es jetzt auch 7 Uhr, ne? Ist ja mal wieder ein Träumchen. Gut, wir haben es geschafft. Kein Elixier, gar nichts, deswegen gehen wir jetzt zum Speicherpunkt. Und ich mache Feierabend. Ich bin müde. Muss mich tatsächlich kurz noch mal hinhauen. Aber ich mache einen Powernap. Ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao. Tschüss.